Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir nehmen euch heute mal mit nach Travemünde an den Strand und später geht es dann für Hannah auch noch in den Hotelpool. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Wir wollen jetzt noch mal zum Strand. Wir waren jetzt bei Karls Erdbeerdorf. Wir haben uns die Sandskulpturen angeguckt. Hannas Füße taten weh, deswegen hat sie jetzt meine Flipflops an. Denn ihre Sommerschlappen vom letzten Jahr sind zu klein. Passen überhaupt nicht mehr. Da kommt sie nicht mal mehr rein. Und Sandalen haben wir jetzt für sie nicht mitgenommen. Ich hatte jetzt nur für den Pool meine Flipflops mitgenommen und ihre, ja, ihre Sommer-Flipflops-Dinger da. Ich glaube, da kommt. Ach nee, das ist ja eine Ausfahrt, ne, eine Runterfahrt. Und wir müssen da ja auch. Wir müssen da lang. So. Aber wir haben jetzt gedacht, wir gehen jetzt nochmal an den Strand. Und eigentlich hatten sie für heute Nachmittag Regen, Regen, Regen angesagt. Hört ihr die Schwalben? Tschüss, tschüss. Und es regnet nicht. Wir haben so viel Glück. Ich hatte schon echt gedacht, unser Mini-Urlaub fällt ins Wasser. Dann kann ich euch gleich auch nochmal unser Hotel von hier unten zeigen. Was? Das ist die Notausgangstür, wenn du von, keine Ahnung, von wo kommst. Ich weiß nicht, was das bringt. Das ist unser Hotel. Als Übernachtung gebucht. Und da ist der Strand und da gehen wir jetzt hin. Und wir haben noch Brötchen in meiner Tasche. Das war unsere Marschverpflegung für die Fahrt. Aber wir haben gedacht, vielleicht sehen wir ein paar Möwen. Die freuen sich bestimmt wie Bolle, wenn wir ihnen Croissant geben. So, jetzt könnt ihr unser Hotel noch mal sehen. Und das ist hier jetzt gerade so die Strandpromenade. Hanna wartet schon auf mich. Da vorne dudelt Musik. Und wir gehen jetzt einfach mal hier die Treppe runter. Coolen Spielplatz gibt es auch mit Piratenschiff und mit so einem Hänge-Seil-Dingsbums da. Ja, ich glaube, du kannst. Es ist gerade super warm. Wir sehen gerade. Also, wenn ich dich jetzt so angucke, ne, dreh dich mal um. Sieht das aus, als wenn wir in der Südsee wären. So weißer Strand. Und du mit Jacke. Und ich mit Jacke. Gib her deine Jacke. Ich schlepp doch so gerne. Besser? Besser. Da ist schon eine Möwe da oben. So, zwei Mutige waren da gerade tatsächlich im Wasser. Und der Mann von beiden. Oh, ist das kalt, oh, ist das kalt, oh, ist das kalt. Und es riecht so richtig schön nach Algen. Algen und Muscheln. Du bist mutig. Ja. Und dann halt sie doch einfach hoch. Zieh sie hoch und halt sie fest ein bisschen. Ja, genau so. Halt sie fest, die Hose. Und? Sehr kalt? Nee, an den Füßen. Ja, das ist, weil da kleine Steinchen sind. Erst da hinten, weiter ist es wahrscheinlich. Aber da gehst du mir nicht rein. Es ist noch zu kalt. Wir haben gerade eine Mini-Muschel gefunden, die nehmen wir mit. Und Hannah wäscht jetzt noch die etwas ältere Schwester aus. Seht ihr? Süß, oder? Die nehmen wir mit. Kleines Andenken. Der Papa wurde. Den Papa habe ich zertreten jetzt gerade. Das hat geknirscht. Noch meine schönen Schuhe. Müssen wir eh gleich sauber machen. So, wir wollen jetzt noch mal zu dem kleinen grünen Leuchtturm da und dann gehen wir wieder Richtung Hotel. Wir haben gerade Quallen entdeckt und spekulieren gerade, ob die wohl noch leben oder ob die von den Algen festgehalten werden. Ob die wieder. Guck mal, da sind aber klein. Guck mal, wie viele da sind. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also hier könnt ihr sie mit Sicherheit sehen. Und da im Wasser, guck mal. Naja, so süß sind die nicht, wenn du sie irgendwo am Bein kleben hast.
Es fühlt sich ein bisschen eklig an, aber na gut, die können auch nichts dafür, dass sie so geworden sind. Vielleicht sind sie da jetzt auch hingeschwommen, um da zu schlafen. Weißt du? Ja. So, da ist unser Hotel und bisher haben wir noch keine Möwe getroffen, die sich für unser Croissant interessiert. So, und jetzt gehen wir hier runter und gucken mal, ob wir hier noch was zum Abendbrot essen können und dann geht's Hotel Pool. Dann hat Hannah endlich das, was sie will, den Pool. Ja. Ist das erlaubt? Yay! Er hat gerade gehupt. Ich möchte nicht angehupt werden von so einem Riesending. Ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Huckleberry Finn. Hannah hat gerade ein Schild entdeckt. Da steht drauf, Vögel zu füttern ist strikt verboten. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass wir da hinten an den Strand rangegangen sind und da das Schild nicht stand. Ja. Aber die Möwen sich sehr gefreut haben über das Croissant. Also nicht weiter erzählen. Prost. Prost. Auf Familienschaft. Ich auf Brüderschaft, auf Familienschaft. Ich wiederbelebe ihn. In meinem Trinken war gerade eine Mini-Fliege und ich habe sie mit der Messerspitze rausgekriegt, aber... Meinst du, kannst sie da auf die Blüte setzen? Die Frage ist noch. Sie ist reingefallen. In die Blüte rein? Ja. Oh. Wir essen hier jetzt noch zu Abendbrot. Fish and Chips. Ja. Und dann geht's endlich in den Pool. Jedes Mal sage ich, wir machen noch das und das und dann geht's in den Pool. Wir machen noch das und das und dann geht's endlich in den Pool. Und jetzt essen wir Fish and Chips und dann geht's endlich in den Pool. Und da sitzt schon wieder ein Vieh. Nimm mal die Zitrone raus. Die Zitrone raus, komplett. Bevor du es ertränkst. Ja. Wo kommen die alle her? Wie? Hä? Da! Das ist kein Vieh. Doch, ist es ein Vieh. Ist kein Vieh. Ich sag doch. Ich hab gedacht, das wäre ein Vieh. Könnt ihr das hören? Das klingt voll gruselig. Oh ja, ich habe hier meine Badeschlappen an. Wir wollen nämlich jetzt runter zum Pool. Und bei Hannah ist der Bademantel viel zu groß. Und bei mir ist er viel zu klein. Hurra, hurra. Ja, super. Ich kriege ihn nicht mal zu vorne. Ja, passt. Los. Wir gehen jetzt. Ich wollte nur mal, dass ihr hört, wie der Wind hier durchfegt. Und Hannah trägt meine Badeschlappen und ich muss die hier tragen. Oh, es pfeift hier. Sehr spooky. Kalt? Kalt? So, und das ist der Poolbereich hier. Mit Sternenhimmel. Schön, oder? Auf jeden Fall jede Menge Platz für Hannah und ein bisschen was zum Spielen ist auch da. Der Wasserfall ist an, deswegen ist das ein bisschen laut gerade hier drin. Meine kleine Wasserratte. Wenn sie im Wasser ist, ist sie glücklich. Wir lagen schon im Bett, haben versucht zu schlafen. Jetzt machen sie noch ein Feuerwerk hier. Ich kann dich bloß gar nicht auf den Topf. Warte, Hanna hüpft gerade auf und ab. Freut sich wie Bolle. Wir sind hier und schon mit dem Feuerwerk. Nur für uns.
Schön wär's, ne? Und mit dem schönen Feuerwerk möchte ich mich dann auch von euch verabschieden. Bisschen mehr Videomaterial gibt es noch auf meinem Kanal. Wir hatten nämlich noch gefiederten Besuch auf unserem Balkon abends und das war ziemlich cool und sehr, sehr niedlich. Und ja, das gibt es dann morgen auf meinem Kanal. Verlinke ich euch auch gerne unten in der Infobox, sobald das Video dann online ist. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss!